Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, insbesondere liebe Mitglieder der Rollis Plan Dill, so sehen Siegerinnen und Sieger aus. Das kann man hier als Überschrift mit bezeichnen, denn das, was Sie, meine Damen und Herren, erreicht haben, ist wirklich absolute Spitze im Sport und darauf sind wir allesamt sehr, sehr stolz. Ich darf Sie herzlich hier im Rathaus willkommen heißen, auch namens der hier anwesenden Magistratsmitglieder, insbesondere des Sportdezernenten, Herrn Bürgermeister Lattermann, aber auch der übrigen Kollegen, die hier anwesend sind, auch im Namen des Herrn Stadtverordnetenvorstehers, den ich an dieser Stelle herzlich begrüße, auch im Namen des Sportamtsleiters. Wir alle sind hier zusammengekommen, um Sie mit diesem kleinen Magistratsempfang zu ehren und zu unterstreichen, dass wir Ihre sportliche Topleistung absolut schätzen und wissen, was Sie auch an Außenwirkung für unsere Region Land Dill, aber auch für die Stadt Wetzlar in sportpolitischer Hinsicht geleistet haben. Das ist wirklich großartig, im fernen Japan eine solche Leistung abzurufen, nachdem man ja zunächst auch Zeitzonen überwinden musste, sich in ungewohnte Umgebung mit einfinden musste, andere Rahmenbedingungen als hier in Wetzlar oder in Deutschland im Sport mit hat. Aber als diejenigen, die sich schon große internationale Erfahrung mit besitzen, war es ihnen möglich, sich auf diese Situation mit einzustellen. Der Weltpokal ist ein Titel, der im Grunde genommen noch gefehlt hat in der großartigen Sammlung dessen, was den RSV Lahn Dill in den letzten Jahren mit ausmacht. Und ich möchte hier stellvertretend Herrn Jonek als Teamchef und Herrn Zeltinger als denjenigen, dort hinten steht er, der das Team geformt hat, gecoacht hat, die sportlichen Rahmenbedingungen geliefert hat, herzlich dafür zu danken, dass Sie diese jahrelange Aufbauleistung in immer höhere sportliche Gegenden mitgeführt hat. Das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist harte Arbeit, die dahinter steht. Aber es ist auch ein großer Lohn für Sie, glaube ich, nach diesen Anstrengungen zu sagen, das ist spitze. Und jetzt ist natürlich die schwierige Aufgabe, ein solches Niveau auch dauerhaft halten zu können. Ich möchte daran erinnern, dass im Zuge des Weltpokals im japanischen Kitakuishu unter anderem die Perth Wildcats geschlagen werden konnten im Endspiel, dass der neunmalige US-Champion Dallas Mavericks, der zuvor in 31 Ligaspielen ungeschlagen war, von den Lahn Dill Rollies geschlagen werden konnte. Also wirklich ein Zeichen dafür, dass nicht nur deutsche Spitzenmannschaft hier vor uns steht und sitzt, sondern nicht nur eine europäische, sondern eine weltweite Spitzenmannschaft hier eine hervorragende Leistung geboten hat. Und das ist wirklich auch zu verdanken, glaube ich, der jeweiligen Unterstützung und Anforderung durch die Fans, die natürlich hier in Wetzlar und im Lahn Dill-Kreis die tollsten Fans sind, so will ich das mal bezeichnen, wenn in der Bebel-Sporthalle oder gelegentlich in der Arena die Post abgeht, dann wundern sich manche der Gegner, wie stark Rollstuhlbasketball in unserer Region verankert ist und weit weg ist von einer Nischensportart, sondern Teil des Spitzensportangebotes in unserer Stadt. Und von daher gesehen war das schon eine wirklich tolle Leistung. Ich möchte, das muss man nochmal absolut hervorheben, möchte daran erinnern, dass der RSV Lahn Dill siebenmal deutscher Meister geworden ist, nämlich 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 und 2010. Dass siebenmal deutscher Pokalsieger durch den RSV Lahn Dill gestellt wurde, nämlich 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 und 2010. Und viermal Champions Cup Gewinner. RSV Lahn Dill hieß
nämlich 2004, 2005, 2006 und 2010. Und in diesem Jahr, 2010, mit dem Weltpokalsieger wirklich alles abgeräumt werden konnte, was der Rollstuhlbasketball bezogen auf eine Vereinsmannschaft überhaupt weltweit zu bieten hat. Und das zeigt, dass mit Recht heute gesagt werden kann, der RSV Lahn Dill ist das Top-Team in der Welt. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern in der Welt. Daran müssen sich alle anderen messen. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht nur Sie, meine Damen und Herren, als Spielerinnen und Spieler, als Betreuer, als die, die eng mit der Mannschaft verbunden sind, sondern auch alle sportbegeisterten Menschen in Wetzlar sehr stolz macht. Wir haben das mit großer Begeisterung in der Zeitung dann mit etwas zeitlichem Nachklang lesen können, was sich da in Japan getan hat. Und ich kann nur sagen, das ist eine Motivation, die hoffentlich auch in den nächsten Jahren anhält und mit dazu beiträgt, dass der Siegeszug der Rollstuhlbasketballer weiter vorangeht. Denn gerade das letzte Jahrzehnt, also ab dem Jahre 2000, kann man eigentlich als Erfolgsgeschichte des RSV hier bezeichnen. Auch in den Jahren vorher gab es natürlich schon sehr hochklassigen Rollstuhlbasketball hier. Aber gerade die letzten 10 Jahre waren wirklich eine Spitzenleistung, die mit einem Team, was sich zwar gewandelt hat in der Zusammensetzung, aber wo doch eine Reihe von Spielerinnen und Spielern eine hohe Identifikation und eine langjährige Mitwirkung im Team haben. Das ist wirklich hervorragend. Und die Verstärkung dann immer wieder von Spitzenspielern aus Deutschland, aus dem Ausland, ist Ihnen, Herr Zeltinger, in toller Weise gelungen, dort die unterschiedlichen Spielanlagen so miteinander zu verbinden, dass ein Team zusammengefügt worden ist. Denn einzelne Spitzenspieler machen noch keinen Gewinner aus. Erst das Team ist die entscheidende Situation, die dann im Zweifelsfalle in der Geschlossenheit der Leistung auch das Stück und den Tick besser mit darstellt, als dass eben andere, die vielleicht auch über gute Spielerinnen und Spieler verfügen, auf die entsprechende Situation mitbringen können. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie nach diesem großartigen Erfolg und einer vielleicht verdienten Ruhepause wieder neue Kraft schöpfen, um jetzt in die laufende Saison das wieder einzubringen, was Sie an Erfahrung im internationalen Bereich geliefert und erworben haben. Jede Saison ist eine neue. Da muss wieder die Leistung neu abgerufen werden. Der deutsche Meister ist nicht selbstverständlich. Da gibt es andere, die auch immer Hunger darauf mit haben. Auch wenn ich da an unsere Freunde aus Zwickau oder aus anderen Gegenden mitdenke. Und das Gleiche gilt für den deutschen Pokal. Und auch auf europäischer Ebene werden die Anforderungen höher. Und von daher gesehen müssen wir uns immer wieder neu beweisen. Jetzt aber und gerade heute soll es ein gemeinsames Dankeschön sein für diesen sportlichen Erfolg, der mit dazu beiträgt, dass Rollstuhlbasketball vor hoffentlich noch größerer Kulisse dann in den nächsten Jahren mit umgesetzt werden kann, der auch mit dazu beiträgt, dass Wetzlar als Austragungsort für internationale Veranstaltungen immer wieder bestens geeignet ist. Wir haben das ja erst vor einiger Zeit in der Arena mit erleben dürfen, was dort an großartigen Länderkämpfen mit stattgefunden hat. Und ich möchte die heutige Gelegenheit nutzen, um Ihnen, Herr Zeltinger, noch mal ganz persönlich dafür zu gratulieren, dass Sie als neuer Bundestrainer eine Verantwortung zusätzlich gegenüber der Aufgabenstellung hier im Verein mit übertragen bekommen haben, die eine schöne Herausforderung für das deutsche Team mit darstellt, die sicherlich auch den großartigen Erfolgen des RSV Lahn Dill geschuldet ist und die auch damit zusammenhängt, dass diese gute
Trainings- und Begleitarbeit eine hervorragende Grundlage für unsere Nationalmannschaft mit sein sollte, in gleicher Weise internationale Erfolge zu erzielen. Ich weiß, dass das schwieriger ist als im Verein, aber die Chancen sind da. Und deshalb freuen wir uns, wenn demnächst die deutsche Nationalmannschaft mal wieder hier aufspielt in Wetzlar, dass wir dann ein ganz vertrautes Gesicht mit sehen können, was dieses Team zu weiteren Siegen und Erfolgen mitführt. Meine Damen und Herren, wir werden Sie natürlich im Rahmen unserer alljährlichen Sportlerehrung dann nochmal mit einer besonderen Auszeichnung ehren. Am heutigen Tage haben wir vorgesehen, Ihnen zunächst ein kleines Buchgeschenk zu überreichen, als Erinnerung an den heutigen Tag. Und wir haben vorgesehen, einen Eintrag in das Goldene Buch. Dieses Goldene Buch ist ein Dokument, was herausragende Ereignisse in unserer Stadt seit mehr als 40 Jahren widerspiegelt. Da haben sich Bundespräsidenten verewigt und andere herausragende Persönlichkeiten. Und ich denke, es tut gut, wenn Sie als Weltpokalsieger ebenfalls im Goldenen Buch Ihre Unterschrift hinterlassen und damit sozusagen ein historisches Dokument mitgestalten, was dann zukünftigen Generationen die Möglichkeit bietet, einmal nachzuschlagen, wie war das im Jahre 2010. Deshalb meine herzliche Einladung, dass Sie mit unseren Magistratsmitgliedern sich gemeinsam eintragen in das Goldene Buch, dass wir anschließend im Rahmen eines Umtrunks uns noch einmal austauschen über Ihre Erfahrungen aus diesem Weltpokal-Wettkampf und dass wir bei einem kleinen Imbiss uns noch einmal bedanken können bei all denjenigen Spielerinnen und Spielern, die hier so großartige sportliche Leistungen erbracht haben. Herzlichen Dank für alles. Ich darf das mit einschließen, auch im Namen des Sportdezernenten und des Herrn Stadtverordnetenvorstehers und darf nun Herrn Jonik oder Herrn Zeltinger die Gelegenheit geben, ein kurzes Grußwort an die hier versammelten Mitglieder des Magistrats zu entrichten.